Herzlich willkommen beim Kaduma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kaduma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Luzi. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Podview von Kaduma. Und heute bei mir ist Judu. Hallo Judu, ich freue mich, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Und ja, du bist 1996 geboren und bei Kaduma bist du seit 2019. Da war deine erste Rolle der Rabe aus Lach- und Bettgeschichten, wie auch einer der Nachbarn der Bevölkerung. Du hattest also eine Doppelrolle. Und ansonsten bist du sehr vielen Fans im Gedächtnis geblieben, später durch deine Rolle als Gockel Falada. Ja, schön, dass du es hierhin geschafft hast. Wie geht's dir? Hallo! Keine Spaß am Rande. Ja, mir geht's gut. Schön, hier zu sein. Ja, was soll ich großartig noch erzählen? Ein Schwank aus deiner Jugend. 2019 bin ich jetzt erst bei dabei, das ist richtig. Aber Kaduma kennengelernt habe ich tatsächlich schon früher. Ja. Das war, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht entsinne, 2010. Boah, also hast du 9 Jahre gebraucht bis... Damals war ich noch ein kleiner Ursel und ja. Da habe ich dich, Luzi, live gesehen. Ah ja, ja, und, ich kann mich erinnern, ja, es ist ja. Mir wie Schuppen von Augen. Nee, und das ist mir auch immer im Gedächtnis geblieben und jetzt freue ich mich da selber dabei zu sein. Ja, 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 wir freuen uns auch, dass wir dich überhaupt haben. Eine deiner letzten Rollen war ja bei Gretel und Zauberer Zoppo der Gnom. Und ganz, ganz frisch das Seepferdchen-Märchen, da hast du die Hauptrolle gesprochen, den Sebastian. Hat Spaß gemacht, oder? Hat Spaß gemacht, ja. Wir mussten leider den Termin zweimal, meine ich, war schieben. Ja. Das eine Mal aus zeitlichen Gründen und das andere Mal, weil ich erkrankt war. Und ja, jetzt bin ich natürlich froh, dass wir es geschafft haben. Und ich hoffe, dass das mindestens genauso gut ankommt wie der Gockel. Fangen wir an mit Frage 1. Welche Rolle war bislang deine Lieblingsrolle und warum? Meine Lieblingsrolle und warum? Die Rolle, mit der ich mich am meisten verbinde bisher, ist tatsächlich meine erste, und zwar der Rabe. Einfach die ersten Erfahrungen, die man sammeln durfte, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Generell jede einzelne Rolle einzusprechen, macht mega Spaß. Aber auch, dass man sich ausprobieren kann. Und da bleibt natürlich die erste Rolle meistens im Gedächtnis. Ja. Yeah. Nebenbei, steht jetzt nicht so alt auf meiner Liste, aber gab es eine Rolle, wo du sagst, die war unheimlich schwierig einzusprechen. Sei es jetzt von sich in den Charakter reinzuversetzen oder von der Menge an Text her oder. In Charakteren hineinversetzen habe ich aus meiner Sicht eher weniger Probleme mit, weil ich auch selber LARP spiele und Pen and Papers mache. Unter anderem schlüpfe ich da natürlich auch in andere Rollen oder bin auch der Dungeon Master. Am schwersten fiel mir auch wiederum die erste Rolle. Ja. Yeah. Nicht darin hingehen, dass ich mich in eine Rolle hineinfinden musste, sondern ich habe ja damals die Stimme vom Stitch nachgemacht, wo viele schon sagten, dass das relativ gut könnte. Aber dort sind viele Worte gefallen, die mir doch sehr, sehr schwer fielen, mit dieser Stimme auszusprechen. Weißt du das spontan noch irgendein Wort, wo du gehapert hast? So spontan jetzt nicht, das waren sehr viele Worte, okay. Weil man hauptsächlich, als ich die Stimme immer wieder nachgemacht habe, habe ich natürlich nur den Film gehabt und daraus die Sprüche von Stitch und daher waren viele oft neu für mich.
Alles klar. Frage 2. Was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Lieblingsrolle? Die Stimme. Charakterliche Gemeinsamkeiten. Der Rabe passt unter anderem gut zu mir, weil der Rabe ist jemand, der offen und ehrlich und direkt ist. Und so schätze ich mich persönlich auch ein. Ja. Und daher finde ich die. Fand ich gerade auch diese Figur sehr schön und passend. Frage 3. Hast du eine Lieblingsfigur, unabhängig davon, ob du dieser Figur schon mal deine Stimme geliehen hast oder nicht? Ja, mit der Figur rede ich gerade. Schleimer, das war mir so klar. Das war mir so klar. Nicht, das habe ich dem Sud auch schon gesagt gehabt, dass eine tolle Figur bist, Luzi. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich das die Frage so direkt beantworten soll. Außer, dass ich natürlich auch mittlerweile erfreut und mich immer noch sehr geehrt fühle, dass ich dich als Figur, als NPC in einer meiner Geschichten selber bei Pen & Paper nutzen darf. Ich lebe noch. Du lebst noch. Okay. Du lebst noch. Du bist einer der Hauptquestgeber und ich versuche natürlich so gut wie der Sud kann ich es nicht, aber ich versuche bestmöglich dich rüberzubringen. Ja. Und die Leute sind, bis den Leuten auch bei mir schon sehr im Gedächtnis geblieben und die, oft wenn dann mal so eine Quest kommt, wo der Questgeber nicht direkt bekannt ist, wird oft vermutet, dass du es dann bist, wenn dann ein lustiger Spruch mit dabei ist. Weil ich Mexikaner bin, ja? Frage 4. Aber was gefällt dir beim Synchronisieren am besten? Beim Synchronisieren am besten? Boah, das ist eine gute und sehr, sehr schwere Frage. Und weil man fertig ist, ne? Die Herausforderung tatsächlich. Ja. Wenn ich das mal so formulieren darf. Die Herausforderung in den einzelnen Gefühlslagen. In einem Moment ist der Charakter glücklich, im nächsten Moment bist du aufgeregt oder traurig. Und dieses plötzliche und schnelle Umschalten, das macht diese Herausforderung dahinter, das macht mir Spaß. Ja. Alles klar. Frage 5. Was würdest du bei Keduma für ein Projekt machen wollen, wenn du für eine Woche Chef sein dürftest? Wenn ich für eine Woche Chef sein dürfte? Ja. Das kann ich nicht beantworten. Wüsste ich nicht. Ich glaube, okay. Ich wäre ein bisschen überfordert mit der Situation in dem Moment. Und in einer Woche würde ich versuchen, erstmal alle möglichen Ideen zu sammeln und die Woche wäre dann auch schon wieder um. Ich glaube, da würde nichts Produktives bei rumkommen. Okay. Frage 6. Guckst du dir die fertigen Filme oder Serien auch an oder distanzierst du dich privat von den Projekten? Ich schaue mir Folgen an. Ich habe auch ganz am Anfang die Welt- und Lachgeschichten mir angeschaut. Habe dann aber festgestellt, mich selber zu hören, finde ich doch sehr komisch und deswegen distanziere ich mich schon ein wenig davon. Aber ich schaue sie mir trotzdem mindestens einmal an. Ja. Von welchem Film, bei Frage 7, von welchem Film oder welcher Serie würdest du dir eine Fortsetzung wünschen? Fortsetzung wünschen? So von dem, was mir gerade so alles durch den Kopf geht, würde ich auf Anhieb keine nennen können, weil ich immer finde, dass die Geschichten einen schönen Abschluss haben. Ja. Und wenn man eine Geschichte dann fortsetzt, wie es leider auch oft in normalen Filmen so ist, dann wird die Geschichte kaputt gemacht und es ist, man hat nicht mehr nur noch diese positiven und schönen Erlebnisse. Ich würde vieles lieber so belasten, wie es ist und dann die schönen Erinnerungen mittragen und daran gedenken. Also dann lieber immer neue Projekte machen? Ja. Also wenn eine Geschichte abgeschlossen ist und einen schönen Schluss gefunden hat, womit
wo ich auch zufrieden mit bin als Sprecher, der Hauptfigur zum Beispiel, ja. dann ist es für mich besser, also aus meiner Sicht besser, wenn man das dann so belässt und ein neues Projekt startet. Jetzt ist es ja so, bei Gus, also Gretel und Zauberer Zorro, soll es weitere 5 Folgen geben. Also da wird die Geschichte fortgesetzt, beziehungsweise von Gockel Faller, da soll es irgendwann auch eine Fortsetzung geben. Sagst du dir da, wow, kann man machen, muss man aber nicht? Also beim Gockel Faller ist er zwiegespalten. Ja. Zum einen, ich habe die Figur gerne gesprochen. Ja. Zum anderen ist es eine schöne Geschichte, wie ich gerade schon sagte, die mit einem schönen Ende. Ja. Yeah. Und bei den Kurzfolgen mit dem Tauber Zorro, das ist für mich etwas, das kann man noch fortsetzen und wo ich auch definitiv noch weiterhin denselben Spaß dran haben werde, ohne Angst zu haben, dass die Figur, die ich spreche, nicht mehr so ist, wie ich sie mir auch selber vorgestellt habe. Alles klar. Frage 8. Was für eine Rolle würdest du gerne mal einsprechen und warum? Ich würde gerne mal einen Bösewicht einsprechen. Einen Bösewicht, okay. Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, auch mal die andere Seite zu haben. Ja. Yeah. Also nicht immer der Nette oder der Held zu sein. Der andere Grund ist, ich finde auch, dass es liegt mir irgendwo vielleicht sogar. Mhm. Ja, mir wird oft gesagt, dass ich als Geschichtenerzähler, komme ich wieder zu meinem Hobby, dem Pen and Paper, ist doch ein sehr böser und fieser Meister bin. Mhm. Und ich glaube, wenn ich dieses ich hoffe doch, dass ich dieses dann auch in einer Figur widerspiegeln kann und so nochmal eine neue Perspektive auch im Rahmen meines Synchronsprechens finde. Ja. Yeah. Alles klar. Dann halten wir mal Augen und Ohren offen. Frage 9. Welche Projekte machen dir mehr Spaß? Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene und warum? Da habe ich keinen Unterschied. Okay. Mir macht das Synchronsprechen generell Spaß. Ob das jetzt für Kinder oder für Erwachsene ist, das für mich spielt das keine Rolle. Ich möchte mich mit der Rolle identifizieren können und wenn ich das kann, dann habe ich auch bei jeder Rolle Spaß, diese einzusprechen. Gab es bis jetzt eine Rolle, mit der du dich überhaupt nicht identifizieren konntest? Eine Rolle, mit der ich mich schwierig getan habe zu Beginn, war tatsächlich das letzte Projekt jetzt, das Seepferdchen. Weil ich hatte sehr viele Schwierigkeiten, mich da hineinzufinden, yeah, in die Rolle. Und ja, ich hatte dann die Möglichkeit, dass ich vorab schon etwas Einblick erhaschen durfte in das Drehbuch, dann ging es gut. Und So kam ich dann auch wiederum rein in die Rolle und konnte mich selbst in dieser Rolle widerspiegeln und empfinden. Alles klar. Frage 10. Was ist deine schönste Erinnerung an Keduma? Meine schönste Erinnerung? Wenn das gefragt wird, ist das erste, was mir in den Kopf schießt, immer der erste Live-Auftritt, den ich gesehen habe. Ein Schleimer wie ein Buch. Nee, das Schöne war einfach damals, wir waren auf einem Mittelalterlager gewesen. In einem separaten Zelt saßen wir dann da mit 20 Kindern, das war eine sehr kleine Runde, und haben zwei Geschichten sehen dürfen. Und am Ende gab es dann diesen Goldtaler, daran kann ich mich noch erinnern. Du wurdest also mit Süßigkeiten bestochen. Nein, es ist eine schöne Kindheitserinnerung, die man hat. Und das ist natürlich etwas, was immer da sein wird und bleibt.
Warum hast du dich, also Frage 11, warum hast du dich entschlossen, für Synchronisieren bei Keluma zwischendurch deine Freizeit zu opfern? Synchronisieren hat mich schon immer interessiert und ich hatte auch oft mal überlegt, ob es nicht bei mir in der Umgebung irgendwo so eine Art Schulung gibt oder eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Ja. Und da ich den Sud ja auch schon etwas länger kenne, hatte ich dann irgendwann mal angefragt und er hat gesagt, dass es dort Projekte gibt, wo er demnächst auch weitere Stimmen braucht. Und daher hatte ich dann die Möglichkeit, mich auszuprobieren. Und ich bedanke mich, dass ich das durfte. Oder darf. Das war ein Schleimer, ne? Meine Güte. Das ist nichts, das hat nichts mit Schleim zu tun. Ich, ja, ich weiß. Das ist süß. Gut, dass ich schwarz bin, weil dann kann ich nicht mehr rot anlaufen. Frage 12. Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort. Keluma ist für mich... wundervoll. Ich dachte jetzt nicht Schleim. Nee, alles klar. Frage 13. Gibt es eine Aufgabe bei Keluma, abgesehen vom Synchronisieren, welche du mal austesten wollen würdest? Und wenn ja, welche und warum? Ich hätte mal Lust, bei dem Drehbuchschreiben dabei zu sein. Ja. Warum? Weil es mich halt sehr interessiert, wie das Ganze zustande kommt. Ja. Und woher die Ideen stammen. Ja. Alles klar, dann merke ich mich dich da auch vorführen bei neuen Drehbuchsachen. Sag ich dem Sud Bescheid. Hier, wenn nicht mehr weiterkommst, schick Judo rüber. Frage 14. Gibt es etwas, was du schon immer über Keluma wissen wolltest? Und wenn ja, was? Schon immer mal über Keluma wissen wollte. Boah, das ist eine schwierige Frage. Ja. Einige Fragen, die ich hatte, die habe ich schon einmal gestellt. Ich glaube, also teilweise die Antworten habe ich auch gar nicht mehr im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Dann hau raus, wenn du noch die Frage im Kopf hast. Aber einer meiner Hauptfragen, die ich schon mal gestellt habe, ist, was war Kelumas erste Figur? Boah, bist du ein Drecksack. Jetzt muss ich aber überlegen. Jetzt muss ich echt überlegen. Also es gab ja auch eine Zeit vor Keluma. Da hat sich Sud schon mit Marionetten auseinandergesetzt. Das war eine Harlequin-Marionette, die hat er irgendwie mit 3 ungefähr bekommen. Das ist so ein Till-Eulenspiegel gewesen aus Holz und Filz. Aber das war ja noch vor der Zeit von Keluma. Ab der Zeit, also Keluma kam ja als Idee auf so um 2002 und richtig durchgesetzt wurde es ja im August 2003. Und ab da die erste Figur war tatsächlich Nono. Und Nono hat damals in der Geschichte Der Teufel und der arme Mann, da hat Nono dann Gel in die Haare bekommen und wie bei Teufel aus Tanzwut wurden dann aus den Haaren so Hörner gegelt und da hat er die Rolle des Teufels damals übernommen. Das war so seine allererste Rolle und damit war er auch, ich glaube, ein paar Monate älter als die Figur Pimpel. Die hat den armen Mann gespielt und ich kam ja erst 2004 dazu. Also viele glauben ja, ich bin mit einer der Ersten oder die Erste, aber tatsächlich ist Nono sogar ein wenig länger bei Keluma als ich. Frage 15. Wenn du in die fiktiven Keluma-Länder Sultanien oder Euland reisen dürftest, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen würdest du mitnehmen? Welche 3 Sachen ich mitnehmen würde? Ja. Einen Rucksack. Ja. Vorräte und ein Zelt. Ja. Kann ich auch gerne begründen. Ja. Weil
Wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich wahrscheinlich zwischen den beiden Orten wandern wollen. Das ist schön. Ich habe gehört, es gibt da ja unheimlich viel Natur. Und ja, da hättest du viel zum Wandern. Ja. Das ist schön. Ja. Frage 16. Was machst du, um dich in deine Rollen einzufühlen? Ist gar nicht mal so kompliziert. Ich lese mir den Text vorab durch. Dann noch versuche ich natürlich zu verstehen, was möchte die Figur damit ausdrücken und versuche dann eben zu dieser Figur zu werden. Ja. So. Und das ist ja, im Endeffekt schon alles. Ich habe da kein großartiges Ritual oder sonst irgendwas, sondern ich lese es mir vorab in meinem Kopf durch, versuche zu verstehen, was damit ausgedrückt werden möchte und versuche das dann mit meiner Stimme auch wieder zu spielen. Alles klar. Frage 17. Hältst du dich immer streng ans Drehbuch oder improvisierst du auch mal? Das Improvisieren habe ich so aktiv jetzt noch nicht getan. Aber das Drehbuch verwirrt mich manchmal. Okay. Aber es ist keine Verwirrung auf einer Ebene, wo ich sagen würde, dass es jetzt schlecht ist, sondern mehr so, okay, das wird jetzt auch noch mit reingebracht, damit habe ich, dass ich in dem Moment gar nicht damit rechne. Ja. Das ist zum Beispiel auch bei dem vor kurzem eingesprochenen Seepferdchen so gewesen. Mhm. Da kam dann ein Sprichwort der Seepferdchen drin vor und das in einer Situation und einem Moment, wo ich absolut nicht damit gerechnet habe. Ja. Und ja. Alles klar. Frage 18. Wie schwer ist es für dich, Emotionen und Gefühle in deine Rollen zu stecken? Also so auf Kommando zu lachen, auf Kommando zu weinen, auf Kommando zu erschrecken. Das braucht mehr als 2-3 Anläufe, bin ich ehrlich. Okay. Also dann halte ich auch meistens noch einen Moment inne, bevor ich dann die Zeile einspreche und versuche mich an eine traurige Situation, an einen etwas traurigeren Moment zu erinnern, um halt auch sofort die Gefühlslage reinzubringen. Mhm. Wenn es was Lustiges ist, dann versuche ich an was Lustiges zu denken. Es muss halt zur Gefühlslage passen und es dauert dann meistens schon mal einen Moment länger, bis man dann das entsprechend einsprechen kann. Alles klar. Frage 19. Was wolltest du schon immer mal deinen Millionen von Fans sagen? Meine Millionen von Fans. So plus minus. plus minus 90.000. Genau. 900.000. Ich weiß gar nicht, ob ich persönlich großartig Fans habe. Ich glaube, es würde mich sehr interessieren, wie viele Fans ich denn wirklich habe. Ja. Yeah. So gerade in den Hauptrollen natürlich am besten zu sehen. Ja. Und ja. Also Leute, wisst ihr Bescheid? Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr Judas Stimme bzw. seine Rollen oder sein synchronsprecherisches Talent so findet. Talent. Und was ihr so selber über Judo denkt oder was ihr eben schon immer mal schreiben oder erzählen wolltet. Oder sogar fragen wolltet. Oder fragen wolltet. Schreibt alles rein, Handynummer, Körbchengröße, Adresse. Ich leite das dann auf jeden Fall an Judo weiter. Die Männer dürfen natürlich ihre Körbchengröße auch angeben. Das dann aber eher für jemand anderen. Ja, man muss nicht zwingend. Person nenne ich jetzt hier nicht. Warum schaust du mich dabei an? Ich schaue dich nicht dabei an. Ich denke dabei an einen Synchronsprecher-Kollegen, mit dem ich auch zusammen schon die eine oder andere Szene gesprochen haben. Ah, okay, ich kann mir denken, um wen es da geht. Alles klar. Letzte Frage.
Würdest du auch weiterhin aktiv als Sprecher sein wollen? Ja. Ja, kurz und klar. Ja. Ich habe jetzt demnächst zwar Prüfungsphase, wodurch ich wahrscheinlich etwas kürzer treten werde, aber so ab Mitte nächsten Jahres hoffe ich doch, dass es dann wieder aktiver, also nicht nur hoffe ich, werde ich dann auch wieder aktiver dabei sein. Ja. Und ich hoffe doch, das wird auch so bleiben. Ja, das hoffen wir auch. Also wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen bei den ganzen Prüfungen und allem, was sonst so ansteht. Und ja, auch nochmal danke für die vergangenen 2 Jahre, ne, muss man sagen, wo wir schon einige Geschichten mit dir miterleben konnten und die sicherlich nicht so schön geworden wären, wenn du nicht mit dran beteiligt wärst. Gewesen wärst. Vielen Dank. Ja, dann nenn ich auch mich Schleimer hier. Oder werde ich Schleimer hier genannt. Ja, genau. Ja, meine Lieben, das war's mit dem heutigen Podview. Könnt ihr gerne alles, was euch zu dem heutigen Podview einfällt, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, Anregungen oder wie fandet ihr den heutigen Podview oder wie findet ihr generell die Podviews. Könnt ihr alles unten in die Kommentare schreiben bis zum absoluten Get-Now. Ja, das war das Podview heute mit Judu und mit mir, eurem Luzi. Danke nochmal an euch fürs Zuhören. Danke an Judo für seine Zeit, dass er sich hierher bemüht hat. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.